Wir sind heute zum Saisonstart im Eifelpark. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Vlog aus dem Eifelpark. Ihr seht schon bei mir im Hintergrund, da ist auch noch schon die Brina, die gerade ihr Thumbnail kreiert sozusagen. Ja, wir sind heute im Eifelpark zum Saisonstart. Erstmal vielen Dank an den Eifelpark für die Einladung. Wir freuen uns sehr, es gibt einige Neuheiten im Jahr 2022. Heute läuft schon die, wie heißt sie? Greifvogel-Flugschau. Und Wildwechsel, das sind die neuen Attraktionen. Es gibt noch eine Attraktion, die dieses Jahr kommt. Wie heißt die dritte Attraktion, die kommt? Platzhirsch. Aber das dauert noch ein bisschen. Und heute ist Daniels erster richtiger Arbeitstag. Möchtest du mal dein schönes T-Shirt zeigen? Es ist ja erstmal nur ein Minijob. Erst ab 1. Juni geht es ja richtig los. Ja, aber du bist schon ein bisschen... Ich bin schon so ein bisschen offiziell. Aber die jetzt. Jacke fehlt noch. Er hat noch keine Jacke mit dem Bär hinten drauf. Das ist fast wie ein Spirit-Jersey, oder? Stimmt, ja. Ja, das ist fast wie ein Spirit-Jersey. Ja, solltest du mal zum Verkauf anbieten. Genau. Es ist noch nicht offen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Um 10 geht's los. Und wir sind sehr gespannt, was wir heute alles erleben dürfen hier. Golf. Das war um eine Nacht dann. Hab ich den Schnee weggeschippt. Aber ja, wo bist du? Nicht schwimmen. Während wir hier warten, kann ich euch natürlich noch zeigen, was der Eifelpark noch so zu bieten hat in nächster Zeit. Und zwar gibt es einen großen Osterspaß an Ostern selbst. Also wenn ihr noch nichts vorhabt an Ostern, kommt gerne hier zum Eifelpark. Dann gibt es den Mitmach-Zirkus-Salto für Schulklassen und Gruppen. Vielleicht seid ihr ja Lehrerin und wohnt hier in der Nähe. Zu Gast in den Sommerferien gibt es hier einen Zirkus mit Eifelpark-Varieté. Klingt alles super interessant. 10. September Sonderabendveranstaltung. Achso, das ist das Eifelparkleuchten. Genau. Und dann Halloween. Halloween hatten wir ja letztes Jahr schon. Da findet ihr das Video auch auf meinem YouTube-Kanal. Macht mega viel Spaß. Und hier haben wir ein bisschen Coco-Wipes. Ja, und hier sind ein paar Bilder vom Eifelleuchten. Werden wir uns dieses Jahr natürlich wahrscheinlich auch anschauen, wenn Dali jetzt hier arbeitet. Ja, und hier seht ihr mal die Shows und Vorführzeiten. Ihr seht, alle Vorführungen sind im Eintrittspreis enthalten. Es gibt eine Hundeshow, es gibt die Tierfütterung, Treffpunkt am Tal der Wölfe und es gibt, das ist die neue Greifvogel-Flugschau. Die werden wir uns heute definitiv anschauen. Oh, es gibt hier noch verrückte Experimente. Gibt es auch noch. Ist bestimmt sehr interessant für Kinder. Ja, das Maskottchen aus dem Eifelpark haben wir jetzt hier auch noch getroffen. Ihr seht, Vivi und Kevin machen gerade Bilder. Da winkt der kleine Bär. Bald steht ja Ostern oder bald ist ja Ostern und der Park hat auch wirklich sehr süß dekoriert hier mit am Eingang mit ein paar Ostereiern. Ja, die anderen sind schon ein bisschen gerutscht. Meine erste Attraktion heute ist die Sommerrodelbahn oder Alpine Coaster, wie mich gerade Vivi informiert hat. Genau, und ja, jetzt haben wir eine Runde Alpine Coaster und ich ziehe jetzt die GoPro an. Ja, wir sind eine Runde gefahren und es macht wirklich sehr Spaß. Die Hände sind ein bisschen eingefroren, weil es ist nur ein bisschen frisch. Aber es macht immer sehr viel Spaß und gerade ist gar keine Wartezeit. Und als nächstes gehen wir zum Wildwechsel, die neue Attraktion. Die befindet sich auch direkt hier nebendran. Da hinten, genau. Mal gucken, wie viel ich mich traue zu driften. Also das ist jetzt hier die neue Attraktion. Die Thematisierung kommt noch, ist jetzt noch nicht thematisiert. Wagen werden noch so eine Folierung bekommen, dass sie eine Holzoptik haben und es kommt auch noch so ein Hirsch hier drauf. Also wie gesagt, es wird noch thematisiert. Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch, glaube ich, noch nie gedriftet in meinem Auto. Mal gucken, ob ich mich das traue.
Wechsel gefahren. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Vor allem, wenn man zu sechst fährt, kann man sich absprechen, dass man gleichzeitig driftet. Ein kleines Problem heute am Morgen. Durch das Wetter hat sich irgendwie Wasser gestaut. The Wet-Ass-T-Shirt-Contest. Irgendwie kam, also während der, wenn man einsteigt, ist das Wasser nicht, aber während der Fahrt, während des Driftens, kommt das Wasser irgendwo her, aus irgendwelchen Löchern. Und man hat wirklich einen klitschnassen Hintern. Also es ist heute noch eine kleine Wasserbahn dazu. Der Sinan hat schon gerade meinen Rock ausbringen müssen. Das ist richtig klitschnass gewesen. Aber wir sind trotzdem zwei Runden gefahren. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Bin sehr gespannt, wie es dann aussieht mit Thematisierung. Ja, ihr habt gesehen, RP1 ist auch da heute. Und wir haben kurz nett mit denen gequatscht. Und wir haben alle so eine coole Sonnenbrille bekommen. RP1 an der Seite ist eine perfekte Autobrille. Die kann dann immer im Auto liegen, wenn man seine Sonnenbrille vergessen hat oder plötzlich Sonnenschein kommt. Plötzlich Sonnenschein. Da hat dann die im Auto. Der wird gerne sowas haben. Echt? Oh Mann. Guck mal hier. Guck mal. Dürfen die das essen? Mit Sinan? Klar. Ist doch wild. Ich finde den grauen da in der Mitte. Schaut mal, da ist schon mal der Adler für die Show. Der hat uns schon im Visier, ich sehe das schon. Er guckt schon. Da. Wölfe. Und ihr seht hier, wie schön es eigentlich gelegen ist da hinten. Weißt du, was für ein Fluss das ist, Daniel? Daniel weiß wieder nicht. Was für ein Fluss ist. Ja, da sind die Wölfe. Ja, also es ist echt sehr schön idyllisch hier. Die chillen hier auch ihr Leben, die Kängurus. Sehr süß. Ja, wir fahren jetzt mit dem Eifel-Express einmal nach oben. Setz mich zur Brina. Was ist denn mit dem los? Der wurde gerupft. Das ist hier fast wie Safari in Animal Kingdom. Wir sind gut mit dem Eifelpark Express oben angekommen und hier seht ihr, auch hier gibt es wunderschöne Osterdeko und wir suchen uns jetzt mal was zu essen. So, wir haben uns jetzt hier ein Mitternachtssnack vor allem, ein Mittagssnack geholt. Eine Portion Pommes kostet 3,30 Euro, Mayo dazu und die Currywurst kostet 4,30 Euro mit Brötchen. Ja, wir waren nur ganz kurz oben, haben was gegessen, jetzt sind wir wieder runtergelaufen und gehen ins Waldtheater zur Experiment-Labor-Show um 13 Uhr. Und danach direkt die Falkenschau und dann gehen wir wieder hoch. Ja, hier kann man schon ein paar Kilometer zurücklegen, ne? Ja, der Daniel, der wird richtig Sporty Spice, wenn er jetzt hier arbeitet ab Juni. Schön, dass ihr alle da seid. Schön. Herzlich willkommen hier im Waldtheater. Genau. Die Sonne scheint, ja, das ist gut. Wir scheinen auch und ihr sowieso. Ja. Wir haben dieses Jahr jede Menge Unglaubliches für euch vorbereitet. Was wir alles vorbereitet. Wahrscheinlich schon. Also, und diese Flüssigkeit werden wir jetzt gleich vermischen, ja? Und, Lu, hä? Das ist ja gar nicht gefährlich. Was, ey? Pass doch mal auf, er ist ja verdammt so. Mensch. Weiter. Stopp! Na, den Rest kannst du auch. Ja, sehr gut. Und jetzt kommt dazu, ja, Wasser. Ja, schon mal den Gartenschlauch. Ganz einfach. Nein, kein Gartenschlauch. Nein. Wasser haben wir in dieser Flasche. Das ist ganz einfach. Da muss man nur drauf drücken. Ja. Die haben auch. Ja, aber sie sehen ja gesund aus. Ja. Wie heißt du denn? Vivian. Vivian, da bitte. Ja, einer. Du weißt ja immer. Wow. Ja, können wir mit dem Filou? Ja, so. Ja. Einen großen Schritt. Genau. Vivian, hey! Und nicht vergessen, immer. Genau. Ja. Sehr gut. Du hast da was an deinem Hut. Ja. Okay, seid ihr bereit für den Countdown?
Das ist gut. Das lag nicht an uns, das lag an Vivian. Ja, genau. Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Ja. Ja. Vielleicht einatmen. Ja. Okay, aber jetzt alle. Oh. Oh. Die verrückte Experimente-Show war ganz witzig, natürlich halt für Kinder ausgelegt, aber ich musste auch das eine oder andere Mal lachen. Also ja, kann man sich mal reinsetzen ins Theater und sich das mal anschauen. Und jetzt gehen wir zur Falkenshow. Die beginnt jetzt nämlich direkt in 2 Minuten, deswegen müssen wir schnellen Schrittes uns auf den Weg machen. Heißt normalerweise nicht oben am Himmel, sondern er fliegt ganz, ganz nah an der Deckung vorbei, so wie das hier auch tut. Auch zwischen unseren Gästen durch. Geht nicht so schnell. Ich werde verfolgt von dem Punkt. Sehr schön. Ne, also er fliegt auch ganz klar durch, da muss man auch keine Angst haben. Glaube ich. Ne. Wenn ich mich auf dem Anflug oder entsprechend kann da nichts passieren. Weil Bogli, der war schon mal so doof, der hat gesagt, ich mache einen Adler platt. Unseren Blauadler, dieser Vierer. Hat sich auf die Voliere gestellt, hat da hochgerichtet oder gezähmt, der dressiert hat. Ich weiß, das beruhigt jetzt keinen, aber ich habe keinerlei Kontrolle über meine Vögel. Hopp, sage ich ihm erst, wenn die Adler schon draußen sind. Komm auf, Mäuschen. Hopp, hier ist Messer. Echt jetzt? Ja, nee, nicht knapp daneben. Macht aber nichts, dann kann ich es nämlich nochmal schmeißen. Meistens in der Falknersprache auch nicht. Sitzplatz ausgummiert, den Begriff Kommando gibt es in der Falknersprache nicht. Wir reden von Appell. Wir appellieren an den Vogel, zu uns zu kommen. So, Baby. Hopp, das Hähnchen geht baden. Baby fliegt an. Und da. Da ist er. Und zack. Wow. Sie hat's. Cool. So jagen sie als Fisch. Knapp über die Wasseroberfläche hinweg. Schnappen, weiterfliegen. Wenn man einen guten Tag hat, fliegt man auch hoch in den Baum. Ich darf ihn Zecke nennen, weil er beißt mir gerne in die Nase. Simon, also, wenn man so viel Energie verbraucht, muss man die durch erfolgreiche Jagd wieder reinkriegen. Und da draußen gibt es kein McDonalds, kein Supermarkt. Ja, ne? Ist cool, oder? Draußen gibt es kein McDonalds, kein Supermarkt und auch keinen Suizidkanickel, dass ich hinlege und stirbt nur, weil der Vogel was zu beißen hat. Das überlebt nicht die Starken, nicht die Vielflieger, nein, aber nur die faulsten Säcke der Welt. Wenig arbeiten, viel fressen. Klappt bei mir super, aber ich kann auch zu Mc's fahren. Hab einmal noch zuerst, ist geschafft. Guck mal, Abeli, da kommt er. Und. Yeah! So. Ja. Und diejenigen, die im Schnitt mehr als 60 Minuten am Tag fliegen, müssen in den ersten 3 Jahren sterben. Das nennt sich natürliche Auslese. Das sind 60-90% der Jungvögel. Also gucken, ob man wirklich tot ist und dann es wird gerupft und gefressen. Und die Falken sind eigentlich auch gar keine Greifvögel. Ha, nicht durch die Bäume, das, da verlierst du nur Schwungsüße. Falken sind eng verwandt mit den Papageien, mit den Greifvögeln. Puh, existiert keine Verwandtschaft. Ich bin mal gespannt, wie sie wird, wenn sie ausgefärbt ist. Sie ist, wie gesagt, erst 10 Monate alt. Hopp! Ihre Mama ist schneeweiß und der Papa halt dunkel wie ein Wanderfalke mit einem roten Fleck auf dem Rücken. Ich auch nicht. Wie viel wiegt der? Etwa 2,5 Kilo etwa. Diese Augen. Ja. Er guckt auch, weil er so weiß, dass er schön ist. Er ist ein Mädchen. Das ist eine Frau. Ja. Augen zur Seite und dann treffen wir uns vorne am Bildschirm. Der ist sprachlos. Bis gleich, mein Lieber. Ja,
Ja, ihr habt gesehen, ich war gerade im Drehmoment drin. Jetzt ist Sven drin. Es ist auf jeden Fall ein sehr komisches Gefühl. Ich konnte auch gar nicht runtergucken. Die Lieblingsattraktion der Männer sind Baggern wieder. Daniel ist wieder am Baggern. Kannst du es immer noch, so wie vor 2 Jahren? Absolut super. Selbe Szene wie vor 2 Jahren. Daniel wieder am Baggern. Hier die Jungs sind alle am Baggern. Da ist Sven, da ist Sinan. Simone! Wink mal! Ich kann mich nicht drehen! Läuft super! Sven, machst du ein Foto? Ja, wir sind ja tatsächlich für jeden Spaß zu haben. Brina und ich setzen uns auch in eine Kinderattraktion und haben trotzdem Spaß. Wir gehen jetzt in den Streichelzoo. Und füttern mal ein paar Tierchen. Und dann gucken wir uns noch den Freizeitparkbereich hier oben an. Wir sind nämlich wieder hochgefahren. Übrigens, die Falkenshow kann ich wirklich euch wärmstens empfehlen. Das ist wirklich sehr interessant. Und auch der Falkner erzählt euch richtig interessante Fakten zu den Tieren und auch zum Job des Falkners. Da, guck mal, Baby! Guten Tag! Guten Tag. Guck mal, der hat keinen Bock. Wohin? Ja, wir sind endlich mal sozusagen ganz oben angekommen. Hier oben steht noch die wilde Maus. Und rechts davon steht noch der Freefall Tower. Und man hat einen richtig schönen Ausblick auf die Eifel, wenn man damit fährt. Das Wetter ist echt aufgeklärt. So, jetzt geht's los hier. Kirmes-Style. Eine Runde Autoscooter. Sven, Sinan, Brina und Daria fahren. Sven ist so ein Kirmes-Assi. Sven ist so ein Kirmes-Assi. Guck mal. Jetzt könnt ihr hier sind sie.
Sabrina fährt rückwärts. Sven auch. Sinan, Gas geben! Ich glaube, Daria wäre voll der Assi-Fahrer auf der Straße, wenn sie dürfte. Unser Tag neigt sich langsam dem Ende. Der Park hat schon geschlossen, es ist kurz nach 17 Uhr. Wir werden jetzt gleich noch essen, fahren nach Bitburg zum Chinesen, aber da nehme ich euch nicht mit. Wir hatten wirklich einen tollen Tag hier im Eifelpark. Gibt einen wilden Mix aus Tiere, Shows, Attraktionen. Jetzt am Ende hatten wir einfach noch richtig viel Spaß beim Autoscooter fahren. Man kann uns Erwachsene auch mit den einfachsten Dingen glücklich machen. Jetzt am Ende noch ein bisschen Trampolin gesprungen, Genick ist nicht gebrochen. Mit über 30 muss man da sicher Gedanken machen, ne? Was man dann noch so macht mit dem Alter. Ja, wir gehen jetzt runter zum Parkplatz und verlassen den Park. Wie gesagt, wir hatten wirklich einen tollen Tag, viel Spaß. Vielen Dank nochmal an den Eifelpark für die Einladung. Und wir kommen dieses Jahr definitiv wieder, jetzt vor allem, wo der Daniel hier ist, müssen wir öfter mal vorbeikommen. Mal gucken, wie der Daniel arbeitet, wo er arbeitet und ob er den Job ja auch gut macht, ne? Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und wir sehen uns ganz bald wieder. Ciao!